Das ist jetzt schon sehr laut. Zu laut. Ich glaube, es ist zu laut. Meine Fresse, ist das laut. Drei Jahre nachdem mysteriöse Dinge passiert sind, ein mysteriöser Nebel covered many parts of the world, hat einige Teile der Welt übernommen. Die meisten sind krank geworden oder starben, einige haben überlebt und so schnell kann ich lesen. Ich bin einer von denen, der überlebt hat und der immun ist dagegen. Ich überlebte im Camp with anderen, bevor es von Kreaturen angegriffen wurde. Und jetzt bin ich hier. Basic Survival, Fatigue, Stamina. Ich, ja, ne, dann sage ich mal herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, zu einem neuen kleinen Projekt. Mist. Mist gleich Nebel. Ich habe das vor Jahren mal ausprobiert. Was ist das hier? Upgrade Fish Bucket. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das vor... Wow, ist das laut. Okay, ich habe das vor Jahren mal ausprobiert. War bestimmt drei Jahre her oder so. Ich weiß nichts mehr. Und habe auch keine Ahnung. Hier, Loot, alles. Hammer, Messer, alles dabei. Was wollen wir mehr? Wir haben Essen. Wir haben hier was zum Bandagieren. Wir haben ein Messer, Streichholzer, eine Säge, einen Hammer. Alles klar, Leute. Mehr brauchen wir nicht. Noch ein Zelt. Und, oder eine Hängematte und ein Tarp am besten, eine Isomatte und dann können wir überall überleben. Gar kein Problem. Okay, wir haben, warte mal, haben wir eine Map? Haben wir irgendwas? Können wir, oh, warte mal, B ist Structure Building. Was haben wir denn hier? Campfire, Kochen, okay, Items, das kenne ich noch. Da hat sich Workbench... Weiß ich nicht, ob es das damals schon gab. Ich glaube ja, ich weiß es nicht. Shelter. Hat damals, keine Ahnung, 10, 12 Stunden oder sowas vielleicht gespielt. Ich weiß es nicht. Irgendwo ein Haus gefunden und gib ihn. Okay, was haben wir noch? Was ist auf Y? Ist seitlich lehnen. Ja, das macht Sinn. Eine Map auf K. Okay. Wo sind wir? Das Current Location. Nicht genügend Stifte? Okay. Event Location. Ja, gut. Also wir könnten hier was markieren, wenn wir einen Stift hätten. Er kann auch mit Blut malen. Macht dir ja hier irgendwie einen kleinen ersten Messer, ne? Ab den Finger damit und dann kannst du mit Blut malen, wo du bist. Okay. Wir haben. Ich sehe hier keinen Marker. Aber damals gab es doch keine Map, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, damals gab es keine Map. Was haben wir denn hier? Radio Station, Sägemühle, alte Weststadt, Hunting Area, Community, ja, Housing Estate, Whip Area. Ah, okay. Work in Progress ist noch nicht fertig. Old Factory und Construction Site ist auch noch nicht fertig. Aber das ist ja riesig geworden. Ich kann mich damals noch an irgendwie so einen See oder sowas erinnern, wo so eine Farm gewesen ist. Da hatte ich mich mal irgendwie in so einer Hütte verbarrikadiert. Aber jetzt, cool, okay, also keine Ahnung. Was hier los ist, Messer? Ja. Wir sind rettig. So, wir kennen es alle, wenn wir schon mal eine Birke da haben. Funktioniert das? Ja! Tweebug. Natürlich. Mit was kannst du besser Zunder machen als mit einer schönen öligen Birkenrinde? Geiler Scheiß. Ah, wie sieht's Messer aus? 38%. Das geht schnell. Okay. Sollten wir nicht zu oft machen und natürlich auch alles einsammeln. Weil damit können wir uns nämlich ein schönes Feuer machen. Bin ich überzeugt von, dass es immer noch so geht wie damals. Oh, hier. Jawollo. Okay. Was haben wir hier? Ein Stock. Ein harter, harter Stock. Okay. Gut. Was ist hier? Hier ist ein Gebäude.
Okay, wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie rausfinden, wo wir sind. Da ist ein kleiner See. Was? Was? Was war das? Was zur Hölle? Was war das? Als ob irgendwas zusammengebrochen ist. Da ist der wackelnde See, der zitternde See. Das ist wahrscheinlich der Zittersee. Und da oben hinten, über den See hinweg, ist das eine Straße oder ist das auch Fluss, der zum Berg hoch führt, beziehungsweise vom Berg nach unten führt? Okay, also wir haben da eventuell einen Berg, einen Fluss, einen See. Nun, also Berge. Berg wäre hier. Fluss, wenn es denn einer ist, ist hier, aber kein See. Könnte hier vielleicht irgendwie so, dass wir da so sind? Oder hier? Weiß es nicht. Weiß es nicht. Weiß es. Oh doch, guck mal. Hier die Straße. Wenn das hier die Straße ist, dann müssten wir hier hingucken. Von hier irgendwo. Ah, da juckt alles gleich. Okay, dann müssten wir jetzt hier sein, ne? Hier in der Kurve drinne ist der See. Und dann müsste hier irgendwo der Berg sein. Könnte möglicherweise sein. Schauen wir mal. Okay. Wir gucken uns natürlich uns erstmal alles an und schauen, ob wir irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Feuerlöscher. Gerade nicht. Eigentlich möchte ich Feuer machen und keins löschen. Kisten zum Verstauen. Ja, Tücher. Hier, das könnte man super als Tarp nehmen. Oder als Plane. Oder zum Wasserauffangen. Oder. Farbverdünner. Sehe ich jetzt noch nicht, aber gut zu wissen, dass er hier ist. Und wir können hier auch nichts mitnehmen. Überhaupt nichts. Das ist ja ganz toll. Ne? Immer wieder ordentlich die Tür zu machen. Okay. Hier ist noch ein Radlader. Ein Bagger. Kann man hier irgendwas irgendwie. Oh ja. Das geht, aber rein können wir nicht. Okay, alles klar. Also fahren ist anscheinend nicht mehr. Ich weiß auch, also ich glaube, was stand da? Ich glaube, 3 Jahre waren es gewesen nach dem. Ein Blatt, ja. 3 Jahre nach dem Ausbruch des krank und machenden und todbringenden Nebels sind wir jetzt hier. Und ja, versuchen irgendwie zu überleben. Okay, da könnte noch ein Wasserspeicher sein, eventuell. Haben wir irgendwo ein Inventar? Inventar I. Ja, auf I. Das macht total Sinn. Hier können wir so ein bisschen craften. Dry Meat, Tools. Oh Gott, wir haben ja nichts. Den Speer. Okay, gucken wir uns an. Das Wichtigste für heute ist, dass wir eine Unterkunft kriegen. Ich gucke in die Kamera, obwohl ich gar keine Kamera anhab. Okay, das ist sehr schlau, weil ich schlau bin. Weiß ich noch nicht, vielleicht ab Folge 2 Kamera jetzt gerade nicht. Das will heute keiner sehen. Hier sind. Oh nein. Ah, das war clever. Nein! Ich habe mir die Hacke verstaucht. Scheiße, das ist ja nicht so clever. Also, Fallschaden ist hart. Okay, ja gut, okay, das sind aber auch 3,5, 4 Meter. Da kann man sich auch mal die Hacke verletzen beim Runterspringen. Alter, okay. Das lauteste Scheunentor der Welt. Self-Healing, yay, okay, naja gut, okay. Noch behindert uns das nicht. Was ist das? Animal Do Tierdung. Ja, gut. Was wir haben, haben wir. Brauchen wir vielleicht zum Anpflanzen von Dingen wie
eventuell pflanzen. Ein Concrete Block, ja, lasse ich mal liegen, weil wüsste jetzt noch nicht wozu. Ein Gear, oh, stimmt, ich kann mich daran erinnern, dass man mit einem Gear was upgraden kann, ne? Das heißt, das ist rar, das Zeug. Da kommt man nicht rein. Sehr schade. Papier? Ja gut, mit Papier. Oh, Handschuhe. Was? Ja klar, voll. Oh. Was können wir denn noch in die Hand nehmen? Können wir hier noch eine Säge in die Hand nehmen? Nein. Können wir einen Stock in die Hand nehmen? Nein. Können wir das in die Hand nehmen? Nein. Das Gier? Nein. Papier? Nein. Oh, leck mich doch. Kacke? Ein Apfel? Ja. Bandage? Ja. Und schon haben wir wieder Platz. Okay, Handschuhe nehme ich mit und kann sie hoffentlich vielleicht auch gleich anziehen. Equipment. Oh. Nun, wir sind wohl nackt. Bis auf die Handschuhe. Kann man drehen? Nee. Nun, aber wir sehen gar nicht nackt aus. Wir haben da hier eine Hose an und Schuhe und alles. Hä? Ich bin. Ah ja, okay, anscheinend sehen wir so aus. Oh cool, das gab es damals auch noch nicht. Maske? Press T to use, hold T to change filter. Okay, for what? Leiter haben wir auch. Okay, keine Ahnung. Kompass, Flashlight. L, T. Hier steht nichts. Kompass auch nicht. Ah ja, okay, wir haben wahrscheinlich kein Feuerzeugbenzin. Und logisch, keine Batterien. Okay, Skill, maximal High Strength, okay, das ist Pet, okay, das ist neu. Wie so vieles, Status und Stuff. Also wir können wahrscheinlich hier auch Tiere tamen. Gucken wir mal, modifizieren, craften, ach du Scheiße. Okay, also wir haben jetzt die Handschuhe an. Ist es dunkler geworden? Kann das sein? Ist es hell? Was? Hose? Schlauch. Okay, was macht der? Crafting Material. Okay, ja klar. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt alles. Oh nein, ist das schon der Nebel? Oh nein. Oh ja, das ist doch nicht, das ist doch kein schlechtes Wetter, das ist Nebel, oder? Oh Gott, bitte nicht. Also wir können uns hier. Kriegen wir das hier alles dicht? Dann können wir uns hier nämlich verstecken. Solange der Nebel ist. Was können wir denn hier? Den Stock schmeißen wir mal weg. Brauche ich gerade nicht. Pick-up und dann können wir das hier gleich wieder equippen. An den Füßen. Das ist doch sexy. Oh Scheiße, doch, das ist der Nebel. Nein! So früh im Spiel? Wollt ihr mich verarschen? Ist eigentlich ganz cool hier. Oh Gott, hier ist offen. Ja, so sieht das aus, wenn hier ab und zu mal Nebel kommt. Ich hab. Da hinten läuft einer. Sag ich mal, verwandelten Menschen, die kommen. Da ist noch einer, wo nur, wenn Nebel ist. Oh Gott, da ist auch einer. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. So, oh Gott, da ist auch alles offen.
Die kommen wohl nur, wenn Nebel ist, soweit ich weiß. Quobar, jo. Ich habe einen Faden verloren. Ich bin. Aber als ich das letzte Mal gespielt habe, kam der Nebel irgendwie nach ein paar Tagen. Und jetzt nach ein paar Minuten. Okay, der geht immer irgendwie so. Ja, ein paar Minuten und es ist dann wieder weg. Ein Cartwheel. Okay. Auch das noch nie gesehen. Metal Scraps, weiß ich, braucht man. Tücher braucht. Und vor allem brauchen wir Inventar. Und eine Kiste, um irgendwas hinzupacken. Ich habe Durst, ich habe nicht Wasser, Essen, nichts habe ich. Ich habe einen Apfel. Oh. Ich kann aber auch nichts machen. Was? Kann er Leitern klettern? Naja, er kommt nicht mal den Berg hoch. Ich glaube nicht, dass er Leitern klettern kann. Okay, eigentlich sind wir hier relativ safe, glaube ich. Wack. Okay. Haben wir nicht schon Wax? Nee. Papier, toll. Ja, nun. Okay. Und da läuft noch einer. Ach du Scheiße. Also die Scheune hier mit den Türen finde ich irgendwie ganz cool. Ach so, da war ja was. Aber ob man hier bleiben will, ich weiß es nicht, weil hier ist irgendwie. Ja, wobei, Platz ist eigentlich da, ne? Wir haben hier eine zweite Etage, was ganz cool ist. Wir können hier ziemlich auf jeder Seite rumgucken. Oh, ja, natürlich. Oh Mann, dann esse ich mal den Apfel. Eat. Oh Gott, was ist das denn? Da. Hört ihr das? Da, was? Warum kann ich nicht? Ach, Scheiße. Da knackert einer mit seinen Zähnen. Okay, nun. Ja, moin. Ja, toll. Also, wir können hier eigentlich draußen rumlaufen, können wir gerade vergessen. Das sind sehr beharrliche, laute Türen. Ja, toll. Quatschen kann ich? Oh nein. Hä? Wo kann ich denn? Ach hier, Steuerung, okay. Kann ich da hoch? Ah ja, nice. Hier sieht man auch die Handschuhe, cool. Okay, aufs Dach kommen wir auch. Was haben wir hier? Stein. Alles klar, eine Feder. Eh kein Inventarplatz mehr. Die Federn braucht immer, glaube ich, für Pfeile, soweit ich noch weiß. Ja, aber wir können jetzt nichts zu essen und auch nichts zu trinken suchen. Toll. Das hilft gar nicht. Aua. Ja, nun. Wir haben kein Wasser. Wir haben eine Dose. Was ist das? Tomatensoße. Schön. Und craften können wir uns nischt. Woraus auch? Wir haben ja noch nichts. Aber das ist ja blöd, dass das so früh kommt. Okay. Na, jetzt rausgehen oder beziehungsweise runtergehen wäre ja absoluter Selbstmord. Was kann man mit den Cartwheel machen? Keine Ahnung. Ich gehe mal nach drin und guck mal, was man so schönes craften könnte. Oh. Jawohl.
Okay, das kann man sich auch angucken. Toll, und wir haben nichts, wir haben keine. Okay, die unterste Schublade. Nö, die unterste geht nicht. Munition ist hier drin, das können wir uns merken, aber wir haben halt keinen Platz für irgendwas, ne? Okay, wir können was modifizieren. Baseball-Bat. Also sind das. Brauchen wir hier Rezepte oder so? Drop-Item hier. Ich habe keinen Baseballschläger und deswegen. Aber ich könnte. Damage Part, Craft 5 Minuten, Skizor, Nagel, haben wir alles nicht. Tool not found, Harvest. Was für ein Tool? Was willst du harvesten? Okay. Status. Jo, ja, durchfallen, ist klar, ne? Da habe ich mir so ein bisschen den Enkel gewippt. Ja, nun, Gears. Der Kompass, ist der irgendwo? Craft to unlock Kompass. Ah, okay, alles klar, den muss ich craften. Hier, T und L wollte ich mal ausprobieren. L, oh, die Taschenlampe geht sogar. 49%, krass. Und T? Eine Maske. For what? Braucht man eine Gasmaske oder eine ABC-Maske? I don't know. Keine Ahnung. Okay, was haben wir denn noch? Und hier haben wir nicht. Skill? Was ist das hier? Nicht. Stärke-Level und Gesundheitslevel, aber hier können wir halt auch gerade gar nichts machen. Schlüssel-Items haben wir halt auch noch nichts. Hier haben wir das Baumenü. Wir können Basic Fire, Campfire, Stand Torch. Okay, das kenne ich, glaube ich, noch. Cooking, Drying Rack, Cooking Pot, Grill Stand. Okay, das hilft mir jetzt aber alles überhaupt gar nicht, wenn ich das hier aufbaue. Und jetzt mal angenommen, ich hätte. Oh, hier geht es ja noch weiter. Oh, Water Barrel. DIY Water Tank. Do-it-yourself Water, do-it-yourself. Ich wollte gerade überlegen, was DIY ist. Do-it-yourself Water Tank. A barrel used for contain 300 liters of water, which you can make a small water supply system. Cool. Nozzle. Was ist ein Nozzle? Was ist Nozzle included? Was ist denn Nozzle, verdammt nochmal? Ah, ein Lockcard und ein Basiccard. Dafür braucht man die Wheels. Okay. Verstehe. Cool. Und eine Healing Station, a place to heal survivors. I'm no survivor. Ein Stüpf zum Holzhacken, ist klar. Training Rack, Workbench, Blacksmith Place, Moonshine. Alter, wie lang ist der Nebel denn noch? Saw Machine Repair Bench. Hier ist auch nichts. Okay, Hütten. Ach du Scheiße. Hier können wir uns eine Hunting Cabin B, A, C, D irgendwie. Oh Gott. Zäune, das sind immer gut. Ein Main Gate, ein Wooden Floor, kleine Treppe, ein Tower. Spikes, okay, um die Infizierten aufzuhalten. A barricade that can protect you from the infected. Okay. Ein Chicken Coop, okay, cool. Ein Hühnerstall und ein. Eine Futterstation, also eine Wasserfutterstation, Waterfeeder, ist auch komisch. Okay, Fischpond. Ist das so ein Becken, wo du Fische reinpacken kannst? Ach so, nee, hä? Kann ich das bauen? Warte, 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 wo war ich denn gewesen? Hier. To build 0-Minute Fischpond. Okay, I don't know. Da brauche ich auch irgendwie anscheinend nichts zu, um das zu bauen. Basic Doghouse. Und eine Bowl, okay, also eine Schüssel. Tree Base Foundation. Okay. Okay, Tree Base B. Also man kann sich hier richtige, aus Holz kannst du dir eigentlich alles bauen anscheinend, ne? Skywalk Tent, schön. Tree Base Tent, okay. Ja, klar. Nice. Garagen Foundation. Also Autos.
scheint es dann auch zu geben, die fahrbar sind. Eine Wooden Ramp, okay. Good place to stole. Okay, das ist ja mega nice. Also damals gab es das alles gar nicht hier. Da kannst du, glaube ich, so eine Hütte konnte man sich bauen vor 3 Jahren oder so. Ich glaube, das war es dann auch irgendwie schon fast gewesen. Okay, Lantern Postlight, ja gut, Strom, braucht man dann wieder einen Generator, weiß ich nicht. Der, auch hier, schön, das gute moderne Bett, klassisches Bett, Wodenbett. Was ist das? Quapfobo, achso, zum Anbauen von Dingen. Fabric Pot, Garden Table, also du kannst hier auch alles mögliche anbauen. Achso, scheiße, hier geht es ja noch weiter. Locker, jo. Mega wichtig. Wood, Wood. Okay, wir haben momentan nichts. Ein Tisch. Kannst du hier einen schönen Stuhl dremeln? Oh ja, natürlich. Ne? Und ein Dummy-Target. Ja, nice. Okay, ach, hier gibt es noch ein Small Fridge und Fridge. Okay, dass das Gerümpel nicht so schnell verdirbt wahrscheinlich. Aber bis dahin braucht man noch eine Weile. Vor allem müssen wir jetzt erstmal gucken, dass der scheiß Nebel aufhört. Oh, der hat aufgehört. Toll. Dann gehen wir mal nach unten. Können wir speichern? Safe-Gain? Können wir auch über F5 speichern? Ich weiß es nicht. Er zeigt mir zumindest nichts an. Jetzt sagt er Saving. Okay. Oh, fuck. 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 Ah, fuck. Ha. Ah, huh. Ah. Alter. Oh, nein. Ich bin rausgetappt. Ah, fuck. Ich bin aus Versehen rausgetappt. Nein. Okay. Quit. Ich weiß doch ganz genau, wenn ich Review mache, dann verliere ich hier mein Inventar. Ich habe zwar nicht viel, aber trotzdem. Ah, scheiße. Ich habe gerade vor Sekunden gespeichert. Weil irgendwie dachte ich mir das schon, man hat noch diese Nebelmusik gehabt. Das war, glaube ich, Tag 1, Tag 1. Ich hatte eine Testaufnahme gehabt, du musst jetzt mal gucken, was ist. Da habe ich hier Grafik und alles eingestellt, bla bla. Ich bin froh, gerade gespeichert zu haben, weil wir hatten ja noch die Nebelmusik gehabt. Aber es war kein Nebel mehr da. Aber trotzdem waren die Infizierten noch da, ist die Musik laut, alter Schwede. Ja, scheint richtig gewesen zu sein. Okay, aber jetzt ist doch keine Nebelmusik mehr da. Puh, das war ja toll. Da hätte es uns fast zerrissen. Hat uns ja eigentlich. Aber es ist trotzdem irgendwie duster so ein bisschen, ne? Ist jetzt hier nichts mehr Sonnenschein. Definitiv nicht. Okay, das nehmen wir noch mit. Also, wir brauchen Concrete. Toll. Kann ich das auch mitnehmen? Alles klar. Your Bucket. Oh, nice. Warte mal, mein Bucket. Was ist denn mein Bucket? Hä? Okay, ja, yeah, I don't know. Jetzt sag nicht, dass hier schon wieder Nebel kommt. Ja, leck mich in den Arsch, oder? Nee. Oh, wirklich nicht. Toll, voll. Also wenn jetzt hier wieder Nebel kommt, dann kündige ich. Wo kann man denn rennen? Ach, ich kann nicht rennen, weil mein Enkel ja... Ey, wenn jetzt hier wieder Nebel kommt, ne? Das ist... dann ist es echt ein bisschen ungeil. Weil wir brauchen Wasser, wir brauchen Essen. Wir haben nichts.
Und vor allen Dingen brauchen wir erstmal eine Übersicht, wo wir überhaupt sind, wo wir hin können. Es kann nicht schon wieder Nebel kommen. Es war gerade erst Nebel gewesen. Also, sorry. Oder. Achso, ich kann ja nicht rennen. Ah. Ach nö. Nö. Das ist doch scheiße. Jetzt haben wir gerade ein richtiges Problem. Okay, klar. Nö, kein Ding. Wo gehen wir hin? Weiß ich nicht. Hier hin? In der Hoffnung, dass irgendwo vielleicht irgendwie... Oh Gott, da ist einer. Da ist einer. Die spawnen auch noch um mich drum herum. Ich hasse alles. Ah. Da ist auch einer. Scheiße. Oh nein, 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 nein. Ja, auf. Oh, echt? Toll. Okay, das hat besser funktioniert als erhofft. Aua. Aua. Oh, scheiße, wir müssen uns irgendwo verstecken. Oh, fuck it. Oh, hoch, 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 hoch. Huh. Huh. Lelelelelele. Ja, also, dass jetzt schon wieder Nebel ist, finde ich ein bisschen kacke. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe gerade gesehen, wir können die Scheune, die können wir auf als Base nutzen. Finde ich eigentlich gerade ganz cool. Ich bin zu dick. Weil wir hier oben halt so safe sind. Und wir haben hier schon einen Schrank. Ich meine... Oh Gott, aua, aua, es juckt. So, wir können, wir haben eigentlich eine ganz gute Sicht hier. Ja, warum eigentlich nicht? Wollen wir das nehmen als Base? Spricht irgendwas dagegen? Ist vielleicht zu klein, oder? Eigentlich relativ safe. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie abbauen kann oder so, aber ja, wobei, man könnte hier können wir jetzt irgendwie eine Axt machen oder so? Geht das? Crafting. Basic Torch. Das hilft mir nicht. Es gab doch irgendwo Äxte. Speer. Was hier? Oder brauche ich da eine Workbench für? Ja, wahrscheinlich, ne? Okay, dafür brauche ich Holz und noch Metal Scrap. It's to use for make important items. Also wir können uns ja theoretisch hier so kleine ja, Arbeitsnischen machen, ne? Für eine Workbench und für was auch immer wir gerade so brauchen. Und sind hier relativ safe. Ja, klar, natürlich. Wie soll ich denn ins Wasser rankommen, wenn die ganze Zeit Nebel ist und ich komme nicht raus? Yay. Scheißdreck. Ich guck mal. Ich packe hier mal Zeugs rein. So, das dahin, das dorthin. Dann haben wir hier... Toll. Ach, hier ist Munition drin. Okay, ja, geil. Ja,
Dann packen wir hier mal so Crafting-Kram rein. Steine. Ein bisschen davon, ein bisschen davon. Alles ganz was und unsortiert. Hier ist noch Munition und das so. Bandage, ja, weiß ich gar nicht. Muss ich eine mitnehmen? Nicht? Doch? Ja? Nein? Ja, brauche ich jetzt nicht. Ich würde mich jetzt erstmal hier in der Umgebung umgucken, wenn der Nebel dann mal vorbei ist. Nebel Nummer 2. Ob es hier irgendwie Wasser gibt, weil das brauchen wir ganz dringend. Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, daraus aus den Wax kann man, glaube ich, Bandagen machen. Mehr zu looten ist hier auch nicht. Also man kann die mit dem Messer schon mal ganz gut niederstrecken, aber man kassiert halt immer eine mit, ne? Mein Health ist fast tot. Alter Schwede. Okay, wie kriege ich denn das wieder nach oben? Konnte man nicht auch irgendwie... Stimmt. Man kann auch schlafen. Wir schlafen jetzt einfach mal 3 Stunden. Und das Health geht immer weiter runter. Was? Ach so, weil ich dehydriert bin. Ja, geil. Okay. Durst, ja, ich... keine Ahnung. Hunger, Durst, alles. Das sieht... Oh, lecker. Hat doch was gebracht. Ja, es ist ja lächerlich. Okay, ich lasse unten einfach mal direkt zu. Wir können ja hier über die Leiter hoch und runter gehen. Haben wir da unten irgendwie mal eine safe Base und Shelter Command West. Makes it so active base. Machen wir erstmal, würde ich sagen. Okay. Bevor wir jetzt irgendwas anderes noch suchen, gucken wir uns hier erstmal um und hoffen, dass wir hier irgendwo mal Wasser bekommen oder eine Flasche und dann können wir uns noch eine Destille bauen und allen möglichen Schandtaten machen. Aber ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beeilen hier. Ich weiß nicht, verbraucht man mehr Durst? Also braucht man mehr Wasser, wenn man rennt? Oh, das nehme ich mit. Ja, ich brauche Wasser, das ist logisch. Wo hätten wir denn Wasser? Wir waren wo? Verdammt, ich hab's vergessen. Hier? Scheiße. Hier sind wir. Okay, müsste da ja ein See sein. Ja, wir können ja nicht einfach so aus dem See trinken, oder? Ah, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Concrete braucht... Ein Eimer! Ein Bucket, geil. Und noch ein Schlauch. Nice. Bekomme ich... warte mal, wenn ich jetzt... Einfach mal probieren. Wenn ich den Eimer jetzt mal in die Hand nehme, kann ich dann... Nein, kann ich nicht. Hätte ja sein können, dass es geht. Okay, was haben wir hier? Also wir brauchen Wasser. Irgendwas, was wir trinken können. Eine Wasserflasche. Oh Gott. Egal, irgendetwas. Weil sonst ist das hier ein relativ kurzer Ausflug gewesen. Gucken wir uns hier nochmal um, ob es irgendwas gibt. Wo gibt es Wasser am meisten? Auf Toiletten. Ich kann nicht mal reingehen. Okay. Schade eigentlich. Hier würde ich gern drin wohnen. Bestimmt geil. Okay. Gucken wir mal. Hier waren wir doch schon gewesen. Hier war noch so ein bisschen Betongedöns. Oh. Oh. Eine Fruchtdose. Man könnte auch Dosenfrucht sagen. Ich finde Dosenpfirsich. Das sieht aber auch irgendwie aus, als ob das schon jemand mehrfach gegessen hat. Okay, das hat definitiv geholfen, was den Durst angeht. Was den Hunger angeht. Und Durst auch ein bisschen. Das ist schon mal ganz toll. So, jetzt können wir hier beruhigt weitermachen.
Ich werde erstmal in der Umgebung. Was ist das? Ja, gut. Weiß nicht warum, aber. Achso, Stöcker können wir auch mal sammeln für ein Feuer. Nee, was wollte ich sagen? Wir können jetzt mal in der Umgebung so ein bisschen gucken, ob wir Dinge finden. Was haben wir hier? Nichts. Open Door. Können wir mal da einsteigen? Ach was. Das ist ja ganz cool. Also man könnte theoretisch damit fahren. Oder man kann sich hier in Sicherheit bringen. Das ist natürlich dann auch ganz cool, wenn man gerade unterwegs ist. Eine Säge, sehr schön. Und der Nebel kommt. Gut zu wissen. Hier ist noch ein kleiner Trecker. Den würde ich auch ganz gern fahren. Ein Stock. Ein kleiner Stock. Okay. Wasser. Wo könnten wir. Da ist eine Leiter. Komm, wir gucken mal eben. Oh, hier, Wasser. Das sieht gesund aus. Nee, da können wir natürlich nicht draus trinken. Hier ist aber eine leere Flasche. Ob die uns weiterhilft, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich würde lieber volle Flaschen finden. Apropos, trinken ist wichtig. Da ist was? Upgrade Inventory. Nice! Zwei weitere Slots. Geil! Aber ich möchte hier ganz schnell wieder runter. Oh Gott. Oh, Leitern und Spiele sind echt schwierig. Da ging es halt jetzt auch nicht weiter, ne? Okay, nicht lang schnacken, Wasser finden. Oder Flaschen oder irgendwas. Aber ich glaube, hier sind wir eigentlich erstmal so weit durch. Components haben wir hier nochmal. Dann würde ich. Haben wir hier noch irgendwas gehabt? Nee, ne? Ja, gut. Hä? Ach so. Ja klar, ich bin schon wieder voll. Natürlich. Dann bringe ich das Gerümpel mal weg. Da ist noch ein. Da war mal drin, oder? Da war nichts, genau, richtig. Wir sind ja noch gar nicht weit gekommen. Aber egal, wir machen das jetzt hier erstmal. Wenn wir was Besseres finden, können wir immer noch umziehen, ne? Gar kein Problem. So. Hier haben wir Stahl. Ja, ich pack das jetzt einfach mal random hier rein. Hier Wax. Säge müssen wir auch nicht mit uns rumschleppen. Das können wir nicht stacken. Natürlich können wir das nicht stacken. Leck mich doch in den Arsch. Flasche braucht man nicht. Mendiscraps waren unten gewesen. Branches. Ja, hier rein. Den ganzen Stuff. Ja, das auch. Und schon ist es voll. Das ist, naja, gut. Wundert mich nicht. Und das hier hin. Okay. Alles, was hier ist, lasse ich jetzt erstmal hier sein. Das können wir immer noch looten. Wir suchen jetzt Wasser. Achso, wir wollten mal gucken. Wir sind hier. Waren wir hier schon? Können wir hier hingehen? Können wir. Ja, ich weiß nicht. Oder ist es zu weit? Oder. Was ist da? Was ist hier? Ich weiß es nicht. Aber das sieht so stadtmäßig aus. Hier ist ja auch eine Stadt. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon hin will. Weil man darf ja nicht vergessen, bei irgendwelchen Apokalypsen, und ich sehe das jetzt mal hier so als Zombie-Apokalypse, ist es ja immer, und das haben wir aus Hollywood-Film und Fernsehen gelernt, es ist nie eine gute Idee. Ein Stein? Kein Stein. Es ist nie eine gute Idee, in die Stadt zu fahren, zu gehen, zu laufen, irgendwie. Das ist immer dumm. Weil da ist ja immer, da sind ja die meisten Menschen gestorben und die sind dann infiziert und die wollen uns dann snacken. Ne? So, ein Stock, eine Feder, ein Stein. Ja klar. Jetzt geht's hier aber los. Stein. Hier ist nichts. Ja, egal. Wir rennen mal ein bisschen. Also wichtig ist, bevor wir irgendwas anderes machen, so wie ich jetzt, Wasser finden. Oh, 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 oh.
Ich nehme alles mit. Und dann am Ende, wenn ich dann eine Wasserflasche oder sowas gefunden habe, habe ich keinen Platz mehr im Inventar. Das ist genau mein Ziel. Ne? Ja, oh Gott. Sammelspiele. Ah! Oh! Loot, 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 Loot. So, hier ist noch eine kleine Straße. Das müsste dann... Vielleicht sind wir gar nicht hier. Oder ist nicht eingezeichnet. Das kann natürlich auch sein. Ja, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Also es müsste jetzt bald hier irgendein Gebäude auf der linken Seite kommen. Schauen wir mal. Uns ist ein wenig warm. Okay. Da hinten ist ein Gebäude auf der linken Seite. Da, wo die Grafik und die Natur aufploppt. Oh, schön. 45 Minuten Aufnahme. Yay. Ja. Ja, egal. Wir gucken jetzt mal noch... Wir gucken hier jetzt erstmal noch hin. Oder wir gehen hier. Das ist eine Tankstelle. Okay. Und dann würde ich aber sagen, in die Tankstelle gehen wir in die, oh Gott, da flog was. Nächste Folge gehen wir in die Tankstelle. Und bis dahin sage ich ciao, macht's gut und